Hallihallo, liebe Leute, und weiter wandern wir durch das Spukschloss in die Schlümpfe im Albtraumland. Weiter wir versuchen, den Angsthasenschlumpf jetzt zu befreien. Mal gucken, ob uns das diesmal gelingt. Besser als im ersten Level. Ich hoffe mal. Auf jeden Fall haben wir ja sehr viele große Türen. Sehr viele böse Sachen immer noch. Und Flügel. Yay. Hier gibt's bestimmt auch wieder Flügel. Yay, ich hab sie noch. Das ist aber ganz knapp. Man hätte es nicht mehr erwischt. Hier kriegen wir aber eine Menge Siebenwurzblättern. War's das? Ja, sieht so aus. Okay. Na, immerhin. Waren jetzt echt schon einige. Somit haben wir auf jeden Fall schon einen Großteil des Levels überstanden, sag ich jetzt mal. Okay, das war scheiße. Ich muss bedenken, ich habe nicht viele Herzen. Und hier sind auch noch sehr viele von diesen Mistfliegen, die ich echt nicht mag. Bei dem ersten Spukschloss-Level nicht mehr. Das war aber auch wirklich fies mit der einen. Okay, da springe ich jetzt lieber nicht rüber. Nee, da würde ich wahrscheinlich sowieso dann nur am Anfang wieder ankommen. Also sprich auf dem Boden der Tatsachen, wo ich sowieso eigentlich hingehöre, aber egal. So. Und das ist Gott sei Dank recht gemütlich, hier rüber zu fliegen. Okay, das ist jetzt wieder fies. Jetzt muss ich nur diesen Sprung wieder hinkriegen. Und, ja. Tja, so einfach geht das. Ich hab's eben drauf, Helby. So, der Hebel ist umgelegt. Mal schauen, was jetzt freigesetzt wurde. Oder freigelegt. Freigemacht. Aufgemacht. Irgendwas wird passiert sein. Womit wir jetzt auf jeden Fall weiterkommen können. Okay, das sieht sehr böse aus. Klappfallen. Aber da will ich nicht unbedingt runterfallen. Ich glaube, da würde ich dann direkt sterben. Will mich zumindest nicht wundern. So. Okay. Also den Doppelsprung habe ich auf jeden Fall wieder. Und jetzt habe ich nur noch dieses eine Trefferchen, was ich noch erleiden darf. Okay, ich warte erstmal, bis er wieder normal wird. So, jetzt ist er wieder schön blau. Er hat wieder zu viel gesoffen. Okay. Warten wir einfach mal geduldig. Und springen. So, ich brauche auf jeden Fall mal wieder einen Trank oder sowas. Irgendetwas, das mir Leben wieder schenkt. Oh nein, 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 nein. Das war fies. Gerade dann, wenn man nicht damit rechnet, dass er wieder auftaucht. Plöpp, bin ich erledigt. Ah, scheiße. Egal, ein paar Leben habe ich ja noch. Trotzdem ist das nicht gerade freundlich von diesem Mistvieh. Von diesem Teufelsritter-Schlumpf. Böse Albträume-Schlümpfe, die wir hier haben. Was sehen wir jetzt alle nicht gut mit uns? So, schnell rüber. Vielleicht reicht es noch. Ja, ich komme auf jeden Fall heile über... Ja, was heißt über die Spinne? Die ist trotzdem noch da. Aber trotzdem, jetzt müssen wir es hinkriegen. Jetzt haben wir genug Herzen. Jetzt können wir uns zwar quasi 100.000 Mal treffen lassen. Und ich gehe noch nicht so schnell tot. Aber das will ich jetzt nicht heraufbeschwören, Leute. Nein. Nein, nein. Wir werden jetzt nicht drauf gehen. Wir machen das jetzt richtig. So, ich muss sowieso hier nochmal nach oben, weil da oben ja der Schalter ist. Den müssen wir ja wieder mal aktivieren. Das ist wirklich schon sehr fies, wenn man in dem Spiel keine Checkpoints hat. Und das haben die Leute von Infogrames ja sehr oft gemacht. In den ganzen Spielen, dass sie da kaum Checkpoints gesetzt haben. Also bei den alten wohl bemerkt. Ich kann daher wirklich sehr viele Lieder davon singen, weil ich wirklich sehr viele der Infogrames-Spiele schon gespielt habe. Aber ich habe viele davon durchgespielt. Was aber auch teilweise dementsprechend lange gedauert hat. Ja gut, hier haben sie ja wenigstens auch Passwörter eingebaut. Also bei solchen Spielen ist das wirklich gar nicht mal so verkehrt. Gerade wenn man hier wirklich ohne Checkpoints klarkommen muss und wirklich die Lebensanzeiger, also die Herzen sich auch noch nicht mal auffüllen, wenn man Level beendet. Was bei sonst jedem normalen Spiel immer der Fall wäre. Aber trotzdem, wir haben es in dem Fall akzeptiert. Wir kamen damit zurecht und haben, wie gesagt, uns damit durchgeschlagen. Heutzutage würden das die Leute gar nicht mehr hinkriegen. Also die Zockergeneration von heute wohl bemerkt. Die ja mit Minecraft etc. sowas oder Call of Duty aufwachsen. Die kennen das heutzutage gar nicht. Diese heftigen Schwierigkeitsgrade von damals. Die rühren solche Spiele auch gar nicht mehr an, weil es zu alt ist, in Anführungszeichen. Finde ich aber trotzdem ein bisschen schade, weil ich finde, die damaligen Spiele haben ein bisschen mehr Reiz als die heutigen teilweise. Heutzutage sind die Firmen wirklich nur noch aufs Geld aus und es ist eigentlich sehr, sehr schade. Merkt man auch bei den meisten Spielreihen und so. Das finde ich wirklich sehr schade. So, ich werde erstmal hier rechts gucken. Sieht so aus, als können wir hier was finden.
auf jeden Fall mein Tod, wenn das so weitergeht. Na, da oben will ich auch gerne hin. Ich glaube, da komme ich erstmal nicht hin. Oh, nee. Du nervst. So, jetzt gehe ich erstmal rechts rüber, würde ich mal sagen. So, dann schauen wir mal, was wir hier vorfinden. Feuer, aber Leben. Also Energie. Ich kriege Herzen wieder. Oh, Gott sei Dank. Das ist ein Segen, Leute. So, Fliege ist weg. Oder Moskito. Ich, wie gesagt, das ist schwer zu definieren. Das sieht nach so vielen aus. Soll ich die besiegen? Ja, ich mach das. Dadurch, dass du so Gott sei Dank sowieso nur gerade werfen kannst. Dann sieht man wenigstens, er ist noch nicht der Boss. Das ist nur ein Stückchen weit weg, glaube ich. Wenn ich mir so die Leisten der 7 Brustblätter ansehe, daran kann man sich meistens orientieren, wie weit das noch ist bis zum Boss. Oder bis zum Ende des Levels. So, ich richte mich mal kurz nach den Spinnen. So, okay. Verdammt, ich brauche noch ein 7 Brustblatt. Oder ich nehme das Trampolin. Ja, mit dem Dreiersprung hätte ich das geschafft, darüber zu kommen. So muss ich jetzt gucken, dass ich das mit dem Trampolin schaffe. So. Den Dreiersprung habe ich aber trotzdem noch nicht. Oh, noch ein 7-Wurzblatt. Und da drüben ist auf jeden Fall Scheiter. Okay, hier habe ich ihn. So, und nach oben. Der Weg ist frei. Okay, jetzt aufpassen. Moment, ich kann hier unten durch. Dann gehe ich doch hier unten durch. Ah, warum mache ich es mir so schwer? Die Gegner könnten mich mal. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Okay, jetzt kann ich hier oben durch. Dann gehe ich doch hier mal lang. Bist du schon der Böse? Also sprich, derjenige, den ich bezwingen muss, werf mal was. Ja, du bist es, okay. Gut, wissen wir es auf jeden Fall schon mal. Oh, jetzt muss ich hier wirklich sehr doll aufpassen. Okay. Das ist schon fast sehr hinterhältig. Ich frage mich nur, ob wirklich die Trefferzahl bleibt. Weil wenn die sich jetzt dementsprechend ändert, dann wäre das sehr fies, dieser Kampf. Also wenn die wirklich jedes Mal zurückgesetzt wird. Ja, wir haben es geschafft. Okay, wir können das Level endlich abschließen und auch diesen Albtraum. Oh, das erste Level war aber auch wirklich ein Albtraum. Aber gut, immerhin geschafft, Leute. Das ist ein einfaches Passwort. Also wenn sich das nicht einbringen kann, das werde sogar ich mir selbst merken können. Egal, merken wir uns. Wir sind bereit für das nächste Schlumpfhäuschen. Ja, wir haben ja noch nichts weiteres bekommen, sprich kein Gegenstand, was wir jetzt für diesen Maulwurf gebrauchen können. Wir werden das wahrscheinlich hier kriegen. Dann gehen wir doch in Häuschen Nummer 5. Finde die Brille, die ausgeflippte Werkbank. Was für ein Name. Ja, und dafür fliegen hier sehr viele Roboterinsekten rum. Okay. Die ist sehr ausgeflippt. Ja gut, Leben verloren. Macht nichts. Wir werden es diesmal, hoffe ich, auch durchkriegen, soweit, dass ich jetzt möglichst auch keine. Also kein Game Over mehr kriege. Das wäre dann in dem Fall sehr scheiße. Ich hoffe mal, dass es echt nicht nochmal so weit kommt. Okay. Es ist Zeit für Bomben-Action. Okay. Diese komische. Mechanische Marienkäfer, die sind echt fragwürdig. Also dieses Merkmal ist echt heftig. Das hat echt einen merkwürdigen Traum. Okay, und ich wurde mal wieder gestochen. Na super, ich werde das wohl nicht überleben. So, es wird Zeit für das Geschenkchen. Also dann. Okay, wir sind oben. Und jetzt müssen wir wieder abwärts gehen. Und vor allem unsere Schritte beachten, weil... Hier könnte ich echt so viele Fehler noch machen. Egal, ich fliege nach oben. Sieht so aus, als würde ich da unten so gar nicht durchkommen. Also muss ich eben auf diese Flüge zurückgreifen. Oh nein, hier kann ich platt gestampft werden. Okay. Nicht mit mir. Nicht in dieser verrückten Werkbank. Kann ich das drehen? Ah, so funktioniert das. Okay. Muss ich andersrum machen. Okay. Ja, es ist quasi wie eine echte Werkbank. Man muss hier quasi die Sachen so in Gang setzen. Moment, muss ich das nicht einmal nach rechts verschieben? Ich muss ja irgendwie da rüberkommen. Genau, so wollte ich da hin. Okay, das wird jetzt fies. Und Zeitanhalten. Jetzt muss ich theoretisch da durch können. Oh Gott sei Dank. Also dieser Trank ist sehr praktisch. Oh nee, nee, nee. Das werde ich so nicht überleben. Ich will nämlich diese 7 Wurzblätter.
Hoffentlich gibt es ja auch noch Energie. Ein Lebenstrank, ein Erfrischungsgetränk, irgendwas Brauchbares. Aber nichts davon will mir hier in die Quere kommen. Egal, fliegen wir halt auf die rechte Seite. Dort finden wir noch weitere 7-Wurzblätter. Wir können von Blättern in diesem Spiel echt nicht genug kriegen. Aber wirklich nicht. Heieiei. Und diesmal die auch nicht. Aber diesmal wirft er mit Hämmern. Die haben immer wieder was Neues, Leute. Aber wäre ja sonst auch langweilig, wenn die immer dieselben Sachen nach einschmeißen würden. Muss ich ja schon den Thema anpassen. So wie beispielsweise hier jetzt bei der Werkstatt, will ich schon sagen. Werkbank mit Hämmern. Okay. Ich riskiere es, hier unten durchzugehen. Auch wenn ich es am Ende bereue. Okay, da gab es eh nur diese paar 7-Wurzblättern. Trotzdem. Tja, das war's mit dir, Teufelsschlumpf. Schnell nach oben, flieg! Dass er mit diesem Flügel noch nicht mal schneller hochfliegen kann. Ich meine, das ist ein Traum. Okay, das ist ein Albtraum. Wahrscheinlich ist der Albtraum auch darin, dass hier wirklich alles nicht so läuft, wie es laufen soll. Ja, sonst wird es dementsprechend nicht so heißen. So, jetzt einmal noch oben, das war knapp. Okay, ich warte auf den Hammer. Yay! Na gut, dass man da einfach nur ducken muss, um diesen Dingern auszuweichen. Aber wirklich, bei diesen anderen Typen ist das etwas lästiger. Also bei denen, wo man wirklich aufpassen muss. Weil er ja anders werfen kann. So. Okay, es wird sehr gefährlich noch einmal. Aber da oben gibt's Leben. Okay, oder auch Unverwundbarkeitstrank. So, deswegen mache ich dich erstmal alle. Und auf jeden Fall nach da oben kommen. Moment, ich hab doch... Nee, da reicht nicht, verdammt. Ich brauche den Dreifachsprung oder ich gehe jetzt einfach mal hier rechts. Weil die Leben sind momentan wichtig. Der nächste Treffer bringt mich nämlich um. Okay, soweit so gut. Jetzt erstmal nicht mehr. Na, wunderbar, Leute. Dann können wir jetzt erstmal ganz gemütlich zurückgehen. Und erstmal den Weg lang gehen, den wir gehen müssen. So, weg mit dir. Also gut. So ist das Ganze doch gar kein Problem mehr. Und hier fehlen mir noch ein paar 7-Wurzblätter. Scheiße. Oder ich muss das hier sehr geschickt anstellen, dass ich auf diesen Mistkäfer springe. Wobei ich glaube schon, dass ich auf die 7-Wurzblätter zurückgreifen muss. Scheiße, wo kriege ich die jetzt? Wo habe ich die 7-Wurzblätter ausgelassen? Oder wo kann ich mir jetzt am besten noch welche holen, ohne dabei jetzt drauf zu gehen? Oh, da muss ich jetzt sehr weit zurücklaufen. Wirklich schon eines der fatalen Sachen, wenn man nicht aufpasst. Wenn es um 7-Wurzblättern geht in diesem Spiel. Sie sind wirklich ein ausschlaggebender Punkt. Dass man sie hier wirklich sammelt. Okay, ich glaube dazu sind diese Flügel gut, dass ich nochmal zurückfliegen kann. Wollen wir wirklich 7-Wurzblätter auslässt, wie ich das jetzt hier getan habe. Irgendwo muss ich wirklich noch mindestens 2 oder 3 kriegen. Damit ich da diesen Sprung schaffe. Es kann natürlich auch passieren, dass ich eher drauf gehe. Was ich in dem Fall mal vermute, aber ich weiß jetzt gerade echt nicht, wo ich noch was suchen soll. Na komm, dieses Werkbank-Level will ich auf jeden Fall noch schaffen. Wo sind 7-Wurzblätter? Wo habe ich welche verpasst? Ich glaube, irgendwo oben oder unten muss ich auf jeden Fall Ausschau halten. Okay, wir gehen drauf, Leute. Dann machen wir es nochmal von vorne. Dann gucken wir jetzt mal wirklich genau. Schade, dass man die 7-Wurzblätter nicht auch beibehalten kann. Wenn man drauf geht, dann will ich jetzt wirklich die Augen ganz offen halten. Und in dem Fall auch versuchen, nichts auszulassen. In dem Fall aber auch leichter gesagt ist als getan. Gerade weil hier oben auf jeden Fall 7-Wurzblätter auf mich warten. Aber die habe ich vorher auch mit mir eingesammelt. Und dieses Level schließen wir auf jeden Fall noch ab. Da bin ich auf jeden Fall für. Dann habe ich das auf jeden Fall hinter mir. Aber müssen wir erstmal gucken, dass wir was hinkriegen. So. Ja, schön. Okay, jetzt habe ich wieder die Auswahl zwischen sehr vielen Wegen. Ich glaube, ich benutze diese Flügel mal hier, um hier rüber zu flattern. Mal schauen, wie weit das geht, okay. Aber hier habe ich ja dieses eine Blatt auf jeden Fall liegen lassen, weil mir dieser Sprung doch zu furchteinflößend war. Könnte sogar sein, dass hier unten noch mehr Blätter rumliegen. Das will ich jetzt auf jeden Fall erstmal erkunden hier. Ja, hier sind sogar noch welche. Gut, dann hätte ich die lieber noch mitnehmen sollen. Na, immerhin, wir haben sie gefunden, die Blätter, die uns fehlten. Jetzt muss ich nur noch rüberkommen. Halt! So, Flügel.
Da können wir wieder rüberflattern. Ganz gemütlich. Weil es halt sehr langsam geht. Ja, da wäre mir die Seifenblase wirklich tausendmal lieber, auch wenn die nicht weitaus schneller ist, aber trotzdem. Diese Flüge sind wirklich sehr sinnfrei. Also, anders kann man das echt nicht sagen. Wow. Okay, geschafft. 1, 2. Ich glaube, das war schon zu weit, oder? Nee, das reicht noch. Wir kommen noch drüber. Und wir die Zeit anhalten. Ganz einfach, weil es so einen Spaß macht. Na gut, es macht nicht Spaß, diesen Fliegen auszuweichen, nur diesen Mücken. Ich glaube, ich bleibe bei Mücken. Das passt in dem Fall vielleicht eher. So, wenn ich jetzt die zweite Leiste nicht voll kriege, dann wird es schwierig. Dann weiß ich ehrlich gesagt echt nicht mehr, wo ich noch 7 Wurzblätter auftreiben soll. Ich habe sowas sonst alle mitgenommen eigentlich. Betonung liegt da aber auch wirklich auf eigentlich. Okay. Ah, Moment, das war ein bisschen dumm. So, ich weiß auf jeden Fall, hier unten gibt es gleich auf jeden Fall noch 7 Wurzblätter. So, Punkte und jetzt gehen wir runter. Genau. Ah, natürlich darf ich den nicht vergessen. Der ist nämlich sehr böse, weil er mit seinem Hammer wieder rumschmeißen muss. Warum machen die das alle so gerne hier? Ich glaube, das ist eine Tradition. Okay, auf geht's, Leute. Ja, diesmal kriegen wir die Leisten definitiv voll. Also wenn jetzt irgendwas noch nicht dafür passen wird oder reichen wird, dann wahrscheinlich, weil ich zu dumm bin. Wobei die Blätter, die jetzt noch kommen, die werde ich wahrscheinlich nie ignorieren können. Im Prinzip fehlen mir jetzt nur noch 2. Die werden definitiv noch kommen. Okay, ich fliege nicht. Nein, ich mache nicht so alle. Auch wenn es jetzt ein bisschen meine Energie gekostet hat. Und kriege ich ja wenigstens wieder etwas Energie zurück. So, und ich würde sagen, okay, fliegen wir einfach mal. So, die zweite Leiste ist voll. Wie wir es haben wollten. Jetzt geht's endlich. Wunderbar, wir sind aufgetankt. So, sehr schön, Leute. Dann können wir das Level jetzt auf jeden Fall problemlos beenden. Wenn diese Bomben nicht wären. Also von denen müssen wir noch mitunter am meisten aufpassen. Weil die ja wirklich überall drin sein können. Und rüber. So, sehr schön. Auch hier kann ich nochmal Flügel holen. Ja toll, was bringen mir die? Ich kann doch hoch genug springen, da brauche ich doch keine Flügel mehr. Oder ist es... Doch etwas anders. Moment. Also ich weiß auf jeden Fall, unten muss ich aufpassen. Sind auf jeden Fall... Okay, wisst ihr was? Ich beende das Level jetzt einfach mal. Andersrum. Nee, war doch richtig. So, und rüber. Das heißt, ich sammle jetzt keine 7 Wurzblätter mehr ein. Da haben wir wirklich mehr als genug. Und höchstens die noch. Einfach nur um Punkte zu sammeln. Und dann können wir jetzt wirklich auch gleich das Level beenden. Okay, Moment. Da oben bin ich noch dran. Geht das? Nee, geht nicht. Okay. So, einmal rüberbringen. Yay, wir haben die Brille. Gut, Leute, dann werden wir auf jeden Fall das nächste Level, wobei es gibt ja noch die Bonusrunde. Ja, die machen wir auch noch schnell. Sind wir zwar bei 19 Minuten dann, aber egal. Ah ne, es gibt keine Bonusrunde. Na gut, Leute, dann werden wir im nächsten Video die zweite Bergbank, Handwerkbank, soweit bewältigen, hoffentlich. Und dann wollen wir schauen, dass wir den Handwerkerstumpf befreien. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.